Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shakes and Fidget. Gestern habe ich noch gesagt, es gibt nichts Neues und es wird sich bestimmt auch nichts mehr tun im Spiel. Das war ein großer Fehler. Es sind jetzt ein paar kleine News reingekommen, dass sich doch noch was ändern wird im Spiel. Und zwar war das noch gestern am Don, ja, was weiß ich, was für einen Wochentag wir haben, steht hier nicht. Halt gestern. Und das auf S1 schon ein Bugfix aufgespielt wurde, der erstmal was bei der Ansicht an Gildenkämpfen, bla bla, interessiert keinen Menschen, geändert hat. Aber es gibt was richtig Schickes, denn es wurde zudem was, also mit dem Bugfix aufgespielt, dass die Goldmine die doppelte Menge an Gold produzieren wird. Und der Lagerraum sollte sich auch verdoppelt haben bis zu einem Maximum auf 10 Millionen. So verstehe ich es. Also nicht, dass der immer, selbst auf Stufe 1, 10 Millionen ist. Wenn ihr eure Mine noch nicht auf Stufe 10 oder so habt, würde mich das mal interessieren. Ist das bei euch auch standardmäßig immer 10 Millionen oder erst, also wurde das auch verdoppelt? Ich gehe mal davon aus, dass es dann nur auf den höheren Stufen mit dem Maximum bei 10 Millionen hängen bleibt. Ja, das Update sollte im Laufe der nächsten Zeit auf den ganzen anderen Spielwelten raufkommen. Ich glaube, auf meiner Welt ist es noch nicht. Zumindest heute kam hier noch nichts rein. Ich kann auch noch mal gucken, welche Client-Version wir hier haben. Ob sich 89 und 05, ich lade mal kurz neu, ob sich da irgendetwas tut. Gehe ich allerdings mal nicht von aus. So, schön schwarz. Da haben wir es wieder. Und ist noch genau dasselbe. Also wird sich da nichts getan haben, weil hier stand auch nicht, Spielwelt wurde neu gestartet oder so. Von daher ist das alles dufte. Freue ich mich schon so ein bisschen drauf. Dann gibt es mal wieder richtig schön Kohle. Ja, und hier ist auch noch nicht bei 10 Millionen angekommen. Schade, schade, schade. Grundsätzlich ist es ja dann eine ganze Menge Schotter, die bei rumkommt. Ich hatte, glaube ich, vor ein paar Tagen mir das mal ausgerechnet. Irgendwie war es da so, alle 2 Tage gibt es einen Skillpunkt. Jetzt müssten wir dann theoretisch jeden Tag einen Skillpunkt durch die Goldgrube. Hoffe mal, der meint die Goldgrube, weil hier im Text stand doch Goldmine, oder? Goldmine. Eine Goldmine gibt es aber im Spiel gar nicht, sondern es gibt die Edelsteinmine und die Goldgrube. Aber ich gehe mal davon aus, er meint das Teil hier. So, können wir nochmal schauen. Ich hatte mir das hier schon mal ausgerechnet. Kontrollieren wir nochmal, ob die Rechnung auch stimmt. 1, 6, also ist jetzt hier für meine Levelstufe. Ihr habt da natürlich höchstwahrscheinlich auf einer anderen Stufe auch eine andere Menge an Gold, die da geschürft wird. Das Ganze rechne ich jetzt mal 24. Und dann haben wir so viel. Und wenn wir das jetzt verdoppeln, es soll ja verdoppelt werden, sind wir bei 10 Millionen und knappen anderthalb, zwei Arena-Kämpfe. Und von daher ist das dann schon mal ein Skillpunkt, den man pro Tag durch die Goldgrube kriegen kann. Ab Stufe 400x. Das ist doch mal nice. Wenn die das Ding gebracht hätten zu dem großen Geburtstagsupdate, wäre ich trotzdem noch enttäuscht gewesen über das große Update, aber wenigstens hätte es etwas an diesem Update gegeben, was etwas bringt. Also ich muss sagen, dieser Bugfix, der jetzt kommen wird, und diese Verbesserung bei der Goldgrube bringt, der ist mir tausendmal lieber als hier. Wir klicken mal auf Post und gucken uns das an. Also ich glaube, da werde ich in 2 Wochen gar nicht mehr reingucken oder so, sondern das ist wirklich, ja, geht mir am Anus vorbei. Also das ist, also die normalen Ehrenhalle interessiert mich schon mal einen feuchten Dreck. Also am liebsten würde ich in der Ehrenhalle halt möglichst weit unten sein, dass mich nicht so viele Leute angreifen und ich Leute angreifen kann, von denen ich was kriege, aber ich möchte nicht auf Platz 1 sein. Ja, und in der Gilden-Ehrenhalle ist es, naja, grundsätzlich ja so, dass man, glaube ich, je höher, also je stärker die Gilde ist, die man besiegt, umso mehr XP kriegt man da, glaube ich. Also von daher wäre es da eigentlich schon wichtig, wo man ist. Bei der Festung möchte man auch möglichst weit unten sein, dass man nicht so oft angegriffen wird. Hier hat jetzt natürlich auch noch jemand seinen Account gelöscht, was ich scheiße finde, weil dadurch werde ich dann bestimmt auch wieder hochrutschen. Hier wird er noch angezeigt. Ach, warum machen die Leute sowas? Die können auch einfach mal drin bleiben. Ich möchte hier möglichst irgendwie weit runterfallen. Hier aber El Punto macht so gut wie keine Kämpfe mehr und
Na, hier sind noch einige, die mich bald überholen können, aber ich hoffe mal, dass sie ziehen mal ein bisschen am Finger hier, weil mich kotzt das an hier mit den ganzen Kämpfen. Also, was auch eine gute Änderung wäre, wäre für mich bei Option ein Häkchen, keine Festungskämpfe im Kampflog anzeigen. Also erstmal, dass die Dinger hier verschwinden, hier ist jetzt nichts zu sehen, aber sonst immer ist das auch komplett zugespammt bei mir. Und halt hier bei Kämpfen, wenn diese ganzen Festungsdinger nicht wären, könnte man da vielleicht auch mal ein bisschen Übersicht reinkriegen. Also das wären ein paar Änderungen, die ich mir mal wünschen würde, was was bringt. Aber hier diese komische Leiste hier, die trete ich in die Leiste. Das bringt überhaupt nichts. So, noch ein Feuerkampf. Sehr schön gewonnen. Damit habe ich heute 7 Erdbeeren bekommen. Das ist doch mal schön. Konnte ich mir jetzt auch keine mehr aufheben. So, morgen brauche ich dann noch 2 Trockenbrombeeren. Dann habe ich auch mein erstes Pet in der zweiten Spalte auf Maximallevel. Die anderen brauchen noch ein bisschen länger, bis die danach ziehen, aber sind auch auf einem guten Weg. Ansonsten, die Waffe hier habe ich immer noch nicht angelegt. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das wirklich machen soll. Ich warte da immer noch. Mal gucken, wie sind denn die anderen Waffen? Die sind ja alle schlechter. Im Waffenladen war heute auch nichts. Außerdem habe ich auch noch keinen Edelstein gefunden. Sanduhr leider auch noch nicht. Um das Thema von gestern ein bisschen zu sprechen. Am Glücksrad hatte ich vorhin schon gedreht, weil ich dachte mir, heute schaffe ich eh kein Video. Aber ich dachte mir, wenn mal so ein das größte Update seit Monaten online kommt, dann möchte ich das euch natürlich nicht vorenthalten. Und ich würde mal sagen, ich skill mal noch einen raus. So. Sehr schick. Die Sache ist natürlich die, wenn die Goldspeicherkapazität verdoppeln und das Ding auf 10 Millionen gekippt ist, okay, das ist dann jetzt nach 23 Stunden oder 22 Stunden und 22,5 Stunden, ist das Lager denn voll? Das reicht eigentlich immer noch aus, weil man ja im Grunde sowieso alle 10 Stunden irgendwie nach seiner Stadtwache guckt. Die Frage ist natürlich, je schneller man jetzt levelt, die Goldmenge, die man fördert, steigt ja damit. Von daher würde man irgendwann wirklich an einem Punkt angekommen sein, wo die 10 Millionen nicht mehr ausreichen. Also gehe ich mal wirklich davon aus, dass die dann mit der ach, wie heißt das Ding? Release? Nee, irgendwie. Wie heißt denn die tolle neue Version, die die rausbringen wollen? Das war doch Remastered. Mit der Remastered-Version dann die tollen 10-Millionen-Grenzen nicht mehr da sind. Wäre mal toll, wenn der hier irgendwie so auf eine kleine Quest geklickt hätte und man da mal was sehen, nee, hier drüben, mal sehen könnte, wenn da eine Quest drin ist, die über 10 Millionen Gold gibt. Dann wüssten wir es, okay. Die Grenze gibt es nicht mehr. Aber die Frage ist natürlich, wenn die das machen und die Grenze jetzt zum Beispiel bei der Stadtwache und so erhöhen, erhöhen sie dann auch die Skillkosten? Weil das wäre extrem unfair. Also würden die dann auch ansteigen wieder. Dann hätten Leute, die schon sehr viel geskillt haben, natürlich den Vorteil. Aber die würden dann bestimmt auch gleich zu einem bestimmten Punkt hochgeschossen werden und dann beim nächsten Maximum schon sein von den Skillkosten. Also ich denke mal, die Skillkosten, das wäre ein ziemlicher Arschmove, der die Community so ein bisschen verunstimmen könnte. Von daher werden die das, denke ich mal, nicht machen, dass sie die Skillkosten erhöhen. Aber wenn man mehr Gold kriegt, kann man schneller skillen und damit den ganzen Content hier ein bisschen schneller durchrocken. Und das wäre vielleicht auch noch was. So, ich glaube, das war's auch schon. Also es war jetzt nur eigentlich eine kleine Sache, aber das zeigt mir auch, ich hatte ja gedacht, okay, die arbeiten jetzt an der Remastered-Version und bis die rauskommt, wird sich jetzt erstmal nicht mehr groß was tun. Aber sie ändern doch noch was, ein paar Kleinigkeiten. Und von daher könnten da auch noch Änderungen in der Unterwelt oder in der Festung oder sonst so kommen, bevor das Ding kommt oder vielleicht auch mit dem neuen Update. Bin ich mal gespannt. Also, es ist jetzt ja schon, wie lange her, seitdem es, also am 19. hatten sie das gepostet. Dann gab es am, wievielten war das? Der Brief an die Community am 21. gab es dann so ein kleines, ach, es ist alles sehr schlimm und gar nicht so schlimm, wie ihr alle denkt. Na, es sind jetzt auch schon wieder 2 Wochen her. Aber vielleicht gibt es jetzt jeden Monat ein kleines Update, was sich so ändert. Wäre zumindest mal schick. Aber ich finde es schon mal gut, dass es hier so eine kleine Änderung gab. Und im Changelog steht da noch nichts. Der kommt dann bestimmt erst
Okay, da steht auch noch dieselbe Versionsnummer wie bei mir, von daher gibt es da noch gar keine neue, die jetzt hier veröffentlicht wurde. Ja. Okay, was gab es hier? Genau, das war die große Änderung, dass die Sammelbilder reingetragen werden, wenn man 21 Tage Mitglied in einer Gilde ist. Toll. Das war das große Update. Das andere, nee. Damit werde ich mich wohl nie anfreunden können. Solange wieder nicht noch ein bisschen was hinzukommt, wie ich kann auch Spieler von anderen Servern angreifen, wenn ich nicht auf Platz 1 bin und ich kann es manuell angreifen. Weil ich würde gerne andere Leute angreifen. Und also eine Ehrenhalle, hatte ich ja gesagt, ist für den Arsch. Aber wenn die jetzt irgendwie mit anderen Servern gemischt wäre, dann wäre da auf jeden Fall ein bisschen mehr Spaß drin. Und da könnte ich auch gezielt Leute angreifen, die vielleicht irgendwie noch in meinem Bereich sind, wo man Gold kriegt und sich ein bisschen besser hinkriegt, weil oft ist es so, man macht Arena-Kämpfe und man kann nur Gold verlieren, wenn man gewinnt, aber man kann nichts gewinnen, weil man irgendwie zu schwache Gegner da hat oder sie sind zu stark, die sind irgendwie Rang 1, 2, 3 oder so. Also auch schon weit aus dem 950-Ehre-Bereich raus oder die müssen einfach das mit den 950-Ehre mal überarbeiten. Wäre vielleicht mit einer Remastered-Version die perfekte Gelegenheit. Also von daher, ich bin gespannt, was da rauskommt. Meine kleine Tochter verlangt nach mir und hier sehen wir auch schon wieder den ersten Spam. Flimmerkiste will auch geschaut werden. Euch einen wunderschönen Tag, wie immer. Wenn es was Neues gibt, melde ich mich. Bis dann, ciao.